war ein historischer Paradigmenwechsel. Der Grundsatz Nein heißt Nein wurde 2016 im deutschen Strafrecht verankert. Damit ist jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung eine Straftat. Bis dahin war die Strafbarkeit davon abhängig, dass der Täter sein Opfer nötigt, Gewalt anwendet oder eine schutzlose Lage ausnutzt. Ein Nein reichte nicht aus. Opfer, die flehten, wimmerten oder starr vor Angst waren, hatten keine strafrechtliche Handhabe gegen die Täter. Das hat die Sexualstrafrechtsreform von 2016 geändert. Einstimmig haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestags sie beschlossen. Damit stärkt der Gesetzgeber das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Wenn sich ein Täter über den erkennbaren Willen des Opfers hinwegsetzt, wird die sexuelle Handlung als Vergewaltigung gewertet und konsequent bestraft. Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise berührt und dadurch belästigt, macht sich strafbar. Damit kann etwa sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nun sanktioniert werden. Wir haben als SPD-Bundestagsfraktion jahrelang für diese Grundsatzänderung im Sexualstrafrecht gekämpft. Es geht um den erkennbaren Willen und nicht mehr darum, wie stark sich das Opfer gewehrt hat. Das stärkt die sexuelle Selbstbestimmung.